I was, Leaving again? Yes, just leaving. I'll see you soon. Perhaps. What do you mean? Well, if I was you, I'd disappear too. This is all pretty much over. Well, I'll be back. No, you won't. Let's not pretend no more. Get out of here. I'll miss you, Arthur. You've been a fine friend to me. No, let's not get over sentimental. Well, the place is quiet. Get out of here. Go with my blessing. Thank you, Arthur. Found a friend looking for you. Mr. Morgan. Sir. Can I help you? I'm sorry to impose on you again, but I believe I've made progress brokering peace. You have? I believe so. Colonel Favors has agreed to a meeting to discuss and maybe resolve his alleged grievances and mine. Now, he has lied to me more times than I care to remember, but maybe this time he must want peace. Why could he possibly want to humiliate us further? We got words for his kind, but they're colloquial. Perhaps I could make one last request. My men are not allowed to carry arms. You want us to keep the peace? Yeah, it'll be a lot of dull talking and ceremony. But I feel with some non-tribe members present, their chances of lying or worse will be reduced. Will you, Arthur? It ain't my business, brother. No, I know. But it is mine. Do it for me. Charles, I got... I've saved your life. Do it for me. Sure. Come on. You owe this man. You should have him do your negotiation. Let's go. Da, 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 da. So. Fallener Regen. Thank you for doing this, both of you. Ain't a problem. I wish we could have done more to control the situation. Dutch should not have gotten involved. My son has a mind of his own. Too much so, in fact. I just hope Colonel Favors can be reasoned with. I'm not asking for very much, but what are people... Was ist das jetzt schon wieder? And supplies are being deliberately withheld. How can we not view that as something personal? How can I convince Eagle Flies and the others that they shouldn't fight back? Maybe that's part of the reason they're doing these things. Because they want you to fight. To be able to say, look, you see how these savages behave? Perhaps. There's an army captain, Lyndon Monroe, who was seconded here from a regiment in the north. Sent by Washington. A good man. He'll be at the meeting and he knows the true situation. I still have hope that we can come to an agreement. Thank you.
Whoa. We chasha kilana, kula which yumpi, hiopo, unyapi ktelo. Keep your attention this here, way. Peaceful, stranger. Colonel Favors, Captain Munro, we come in peace. Hello again. Who are these two? They're friends of my people. Hmm. Interesting looking fellows. Yeah, they won't cause any trouble. Well, I should hope not. Listen, Mr. Chief. Yes, Mr. I can't say that silly name. What is it? In English, they call me Rainsfall. Yes, yes, I'm sure they do. Listen, we're all Americans here, and we want an outcome. But quite frankly, I'm confused. Your men are little more than criminals, in my opinion. Keep breaking peace treaties we've made, causing disturbances in everybody's lives. But I pride myself on being a gentleman. Really, I do. But there are limits. So, let me be very... Are you okay, man? Someone. Jackson, take him away. Where was I? You're a gentleman with limits? Are you being facetious, sir? Come this way, buddy. I said... Are you being facetious, Captain Munro? No, sir, I am not. Chief Rains. That's, Rains' fault. Exactly. Chief Rains, the thing is... It's quite is, a cough. Federal government. Sure. Wait here. Situation. I'll fetch you some water. I'll be fine. Thank you. No, no. You know he's going to have Munro court-martialed. Or attempt to. He's going to make a disgrace of him. Munro? He seems likable enough for a West Pointer. Why? You know what Favors is like. Because he thinks it's right. Because he thinks Munro is a patsy. Or a spy. He's convinced he had something to do with those vaccines getting stolen. He thinks Munro is going to force him into making a concession with the Indians. So he removes Munro. Removes how? Favors wants him tried for treason. Was geht ab? Why does Favors care about the Indians? Because he doesn't want to back down. His whole professional life. You know what they say about him. Hightail Favors. The man who missed a battle. Poor Munro. Kind of liked him. I know. Well, still, he's kind of stuck up. Your men. That treaty is null and void. I have been appointed to negotiate. Feeling better? Yeah. Come on. Let's go. The lands you currently occupy belong to the United States government. Why is this so confusing, sir? Why? Good day, Colonel Favors. Well, that was remarkably unproductive. Sir? I'm afraid the federal government was quite clear, Colonel, that it wanted peace, and peace for all, and that the treaty had not been broken by anybody. Oh, is that so, sir? And did it want impudence, sir, from a junior officer in public? Was that its plan too, sir? You insult me. You insult the regiment. Arrest this man. Arrest me? Gross insubordination. Disobeying an order. Treason. Are you mad? You had those vaccines stolen. You disrupted a negotiation. Let him go. This is all getting out of hand. Hi, Captain Munro.
Let's get out of here. If I were you, I'd keep my mouth shut, amigo. I don't want to kill this man, but shall. Oh, bitch. Charles, Captain Monroe, mount up now. We're getting out of here. Think about what you're doing. Get off me. Oh, weg hier. Was ist hier los? Weg hier. Wie kommt uns hinterher? So, erstmal kurz. Batz! Weg mit dir! Oh shit! In Deckung! So, irgendwie... Ich wollte doch hier eigentlich in Deckung. Entspann dich. Alles wird gut. So, jetzt müssen wir erstmal eine andere Deckung suchen. Von wo denn? Na, klasse. Ey, sag mal, was habe ich denn hier eigentlich für eine Waffe? Die ist doch total beschissen. Hallo, Capital for Life. Alles gut bei dir? Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, das hat auch hier richtig gut geklappt. So, wo ist der letzte? Knack. So, jetzt oder nie. Okay, er soll mitkommen. Ja, bei mir ist auch alles gut. Endlich Wochenende. Ich bin froh.
endlich mal wieder eine Runde zocken, eine Runde streamen. Ja, auch schon lange nicht gut. Gestern habe ich eine Runde God of War gestreamt. Ja, aber konnte ich halt auch nicht so lange, ne, wegen der Arbeit. Und heute dachte ich, hau ich mal eine Runde Red Dead wieder an. Hatte ich ja auch schon lange nicht mehr. Und was geht bei dir am Wochenende? Wie ist der Sound eigentlich? Kann man so, hört man mich gut? Hört man das Spiel gut? Muss ich ein bisschen lauter machen, ein bisschen leiser machen? Kannst ja mal ein Feedback geben. Virus Primes, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Alles gut? So, ich dachte, vielleicht. Also ich weiß ja nicht, wie lange das Spiel noch geht. Aber ich hatte eigentlich vor heute, guck mal die Story, ich bin jetzt bei 65%. Vielleicht kriegen wir das ja heute geschissen, dass wir die Story fertig kriegen. Und zockt ihr eigentlich auch Red Dead Redemption oder zumindest online? Haben die da jetzt eigentlich schon ein bisschen, irgendwie mal ein bisschen was aktualisiert oder so? Weil ganz zu Anfang, da konnte man ja noch nicht allzu viel machen, außer jetzt ein paar Wettkämpfe und so ein Scheiß. Get out of here, Captain Monroe. I fear it may be Mr. Monroe from now on. I'm sorry about your career. Here. Here's some money. You take it and get out of here and start a new life somewhere. I hear Tahiti's nice. Thank you. Just hop on a train to San Denis, jump on a boat, but avoid Guam. Where? Forget about it. Hmm. Meet you back at camp. Im Lager. Virus Primes. Du bist das erste Mal hier, oder? Zumindest hast du dich sonst nicht geäußert, glaube ich. What are you doing here? I'm leaving. Running away? I suppose so, yes, I'm running away. I tried to make Dutch see sense, but he's very strange recently. And the women? Little Jack? You leaving them? I told them to run too. I asked them to come with me, but they wouldn't. I'm changed. I'm a changed man, Arthur. I can't die for a bunch of nonsense sprouted by a fool. I understand. You're not a good man, Arthur, but you're not all bad either. Everything will be, your journey, your path will be just fine. I'm worried my path is coming to an end, Mr. Swanson. Maybe. I felt that way for a long time about myself, I mean, but you'll do what's right. I don't know about that. I do. Save who you can and let the rest rot. And look after yourself. Maybe. We'll see. You do see. You just can't quite admit it to yourself. All aboard! Be well, Reverend. All aboard! You too, Arthur. Sure. Good luck out there. You lived your life like a man, Arthur, and you turned into a good man. If we were all like you, things might have turned out differently. You're getting mighty sentimental, Reverend. Tja. $40 bin ich losgeworden.
Normalerweise muss ich Geld bekommen. Was soll das denn? So, aufsteigen. Come on, girl. So, wo müssen wir jetzt hin als nächstes? Kann ich hier kein, mein Kopfgeld kann ich doch hier bezahlen, ne? Guck mal. Da kann ich doch zur Postmeisterei eben kurz laufen. Mal eben. So. Hier rein oder von draußen? Von draußen, ne? Der Amter. Kopfgeld bezahlen. New Hanover, alles bezahlen. I never did anything wrong, but I got falsely accused, you know. So. Schon sind wir wieder sauber. Zack. Und dann gehen wir direkt zur nächsten Fliegende Adler. Oder John Marston. Ich würde sagen, wir machen erstmal Fliegende Adler. Das passt schon. Yep. So. Aber stille Zuschauer hier. Läuft. Genießt ihr einfach nur das Video oder was? Nee. Der letzten Alten, der ich geholfen habe. Das war eine Falle, ey. Und da kamen da irgendwie zwei, drei Jungs aus dem Busch raus und haben mich überfallen. Das war nicht so lustig. Von daher, exakt. Ja, gönn dir, gönn dir. Aber schön, dass du eingeschaltet hast. Virus Primes. Oder Virus Primes. Wie der von Transformers. Der heißt doch so, oder? Ah ne, der heißt Optimus Prime. Naja, auf jeden Fall Prime. Optimus Prime. Die Dunkelheit geht mir echt auf den Sack, ne? Hm. Wie bist du denn auf mich gekommen? Nur Virus oder V-Mann? V-Mann? Bist du ein Verräter, oder? Oder ein Informant? Bist du ein Informant? Für wen spionierst du denn? So, fliegender Wasserfall war das oder fliegender Regen? Ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ heißt. Erzähl ich dir am Montag. Virus Primes, ach Digga! Davut, Alter! Was geht? Stimmt! Jetzt erinnere ich mich wieder, du bist das. Was geht ab, Keule? Alles fit? Virus Primes. Digga. Was geht, Keule? Alles fit? Was machst du? Hast du gedacht, gönnst du dir mal. Was macht dein Kleiner? Alles gesund und munter? So good of you to join us. What's going on? Rebellion. The smell of cordite and integrity.
gerade geduscht, aber Fieber noch da. Oh, ätzend, ey. We didn't start this, Arthur. They did. Und dann echt gute Besserung für den Kleinen. It ain't a good idea. They want you to fight. Nobody will. Ja, es geht ihm wieder gut, ey. Alles bestens. Er hat schon wieder ordentlich. Wow, hat vorhin ordentlich erzählt. Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. So, was soll ich jetzt machen? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wo ist eigentlich mein Hut? Toi. Ja, Mann. Was geht denn heute noch? On the Indian problem, and we'll disappear up the river. But first, we need to trap them in this pass. Help me dynamite up these trees. So, you're using? No, sir. No, never. But it is mutually beneficial to draw attention to one problem and avail over another. These are good people, but. The situation is real. Geschirr einräumen. Bude machen, sagst du? Sure we are. Come on, let's get this done. Wo ist denn deine Frau? Ist sie noch bei einer Freundin oder bei deinen Schwiegereltern? Nimm die Spule. Das macht er glatt. Bin in der Küche verbannt. Okay. Hurry, Archie. I'll plant the dynamite, you run the wire. So. Anbinden. Leider nicht, sie ist im Wohnzimmer. Digga. Wie geht's ihr überhaupt, ey? Die ist doch jetzt auch kurz vorm Schmeißen, ne? Im März ist, glaube ich, Stichtag, ne? Sagtest du? Oh, Mann. Dann geht der ganze Quark wieder von vorne los, Digi. Alles, was du jetzt überstanden hast mit deinem Jungen, kommt alles nochmal. Da bist du ein großer Baba. Aber schön, Geburt ist schon was Geiles. Oh, ich bin mal gespannt, wie dein Kleiner das macht mit einer Schwester. Ja, okay, ich komm. Boah. Oh, ich hasse Kohlensäure. Wo? Was? Ach so, da hinten hin. Der Zünder. My spotter will let us know when they're near. They're coming now. Ah, damn. Patrol's a lot larger than we thought it was gonna be. Don't worry. That's a good thing. Okay, that's the signal. Here they come. Stay low and quiet. You sure you don't want me to man that plunger, Arthur? No, I got it. Oh, remove the weight of the world from your shoulders for a minute. Like I said, we're just going to give them a bit of a scare. Backpfeifen. There they are. Looks like more than we thought. It's fine. We're only here to talk. And administer a little good old-fashioned humiliation. You're owed that, son, at the very least. Wait for my lead, men. Everyone just stay calm. We've got the upper hand here. So. Okay. They've passed.
found it. Nobody need get hurt. Your humiliation of us has gone on quite enough. This ain't a good idea. Put down your guns. You are making a mistake, boy. No, you're making a mistake. Put your hands up, soldier. Take a little humiliation and leave these fine folks alone. Who are you? A concerned citizen. Is that so? What now? We should move. No, not quite yet. Soldier, you and your friends gonna tuck tail and run off? Run! Excuse me? I'm getting bored of this. Ich bring sie alle um, Amrakel. Digga, Amrakel. Your friends fired first, soldier! Na toll. Habe ich nicht irgendein anderes Gewehr? Hier ist auch ein viel geileres Gewehr. Boah, das ist mal gar nicht so geil. Das nehme ich wieder zurück. Knack. 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 Alle vernichtet, so wie du es wolltest, Digga. Nehmt, was ihr tragen könnt. Wir müssen hier sofort weg. So. Plundern. We need anything my father can use to strengthen our case. I ain't sure much is gonna strengthen your case after this. It's done now. Mal da vorne auch nochmal hin kurz. Pferdearznei. Find anything? Yes. Some poor fool from New Jersey. These boys ain't the problem. They're only kids. Keep looking. Whoa. Voll erschrocken, Alter. Was war das? Die schießen mit. Hinter uns ist auch einer. Oh, toll. Ich, der Husten hat, darf sie flankieren. Ich treff nicht. Batz. Messer zwischendurch. Bei Nahkampf ziehen. Erhöht die Zuschauerquote. Ich habe auch einen Tomahawk, glaube ich. Sie schicken Reiter. Wo ist Peter? Was er killed? He's alive. Well, that went just about according to plan. I'm trying. I'm trying, Arthur, with everything I have, and I will keep trying, and you'll keep doubting me, and we'll keep failing. It ain't like that, Dutch. Look at me. Look at me! I'm just... This ain't how we do things. I know. We should go. Where's Eagle Flies? Run, son! Run! Come on! This area's gonna be crawling with soldiers in a few minutes. We gotta leave. Now! What about Eagle Flies? We gotta go, Arthur. Come on! We need to ride.
Ach man. Folge Dachi. Dachi Dachi. Moin Dimensio, einen wunderschönen guten Abend mal wieder her. Ich bin gerade in einem Wirtshaus. Schau also erst bald rein. Hau rein und viel Spaß. Hau rein, Dimensio. Klasse. Come on, let's see if there's a way out through here. Ja. Seh zu. Wo denn? Achso, da. Ich kann nicht gesehen. Wo ist er? Nicht gesehen. Nur für dich, Dawood. Den kriegt er auch nochmal. Und den kriegst du auch noch mal von mir. Zack. So. War das gut genug? Sonst habe ich, glaube ich, noch eine Machete. So, warte mal. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz. Oh, ich habe nicht mal mehr. Die Quote steigt. So, lauf doch jetzt. Kommen die denn auf einmal alle her, sag mal? Folge dem Pass. Scheiße, eine Sackgasse. Well, Arthur. Put your hands up. I said put your damn hands up. Okay. Okay. Follow my lead. I got a plan. This is a good one. Hello, officers. You keep them hands up and come here. Put your hands up. Ja, von allen Seiten kapitulieren. Soll ich kapitulieren oder nicht? Come here. Digga, sag schnell. Digga, die haben mich erschossen einfach. Warum? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ey, Crush Time, alles fit? Muss ich mich jetzt bewegen oder nicht? Oder was? Keep your hands up and come here. Come here. We can't do that. Your man. Ja, okay, ich muss kapitulieren.
Es geht gar nicht anders. Ja, Logo, immer noch bei euch allen. Ja, bei mir ist auch alles gut. Es geht gar nicht anders. Ich muss kapitulieren. Ja, wie runterspringen? Ich kann mich ja nicht bewegen. Pass auf, ich probiere das jetzt noch einmal. So. Guck mal, wenn ich jetzt... Ich versuche jetzt mich... Siehst du? Ich kann gar nichts machen. Zurückweichen? Ah, okay. Ah, doch. Guck mal. You're fighting nature, Captain. Get over here! Ask my friend here. My whole life, I tried to fight change. Ah, okay. It's a waste. Hose runter, genau, Hose runter. Now, it's a waste. You can't fight nature, Captain. You can't fight change. Ciao, ciao, Kakao! Zack! Ha! Doch nicht mit Arthur morgen! Digga! Doch nicht mit uns! Jetzt musst du aber auch schwimmen, ne? Keule, gib Gas! Das ist doch kein Schwimmen! Moin, Pro Gaming! Alles fit bei dir? Hier! Gib jetzt nicht auf! Ja, ja, ich komme ja schon. Ich. Ja. So. Das hat doch ganz gut geklappt. Ich hab's doch gewusst, ja. Also, wenn's nach dir gegangen wäre, hätten wir die Hose runtergelassen. Aber ein Mess ist, was wir brauchen. Oh, wir just escaped from chaos. Eagle Flies must have been taken. Taken. Killed. Well, we can't go find out. No, not now, Charles. Das streamt er wieder. Ja, ich muss jetzt auch mal wieder, ne? Also ich habe jetzt schon lange mich zurückgehalten. Nein, ich habe keine Zeit gehabt. Ihr wisst ja, mit ich habe einen Hauptberuf, Nebenberuf, habe noch zwei Kinder, bin verheiratet. Da muss man immer mal gucken, wie man so ein bisschen Zeit hat. Das ist denn nicht immer ganz so einfach. Moin, Oliver Österreich. Schön, dass du eingeschaltet hast. Es fährt bei dir? Wie ist so die Luft in Österreich? Ich habe gehört, Schneechaos und so. So. Mr. Arthur. Morgen. Das war's jetzt schon wieder. Lager abbrechen. So, das haben wir doch geschafft. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte die Karte aufmachen. Ja, mittlerweile geht es wieder halbwegs. Aber die letzte Woche war krass. War das wirklich so krass, wie in den Medien gesagt wurde? Ich habe da ein Video gesehen von so einem Typen, der hat so seine Terrassentür, so eine Schiebetür gehabt. Das hat er also aufgeschoben und dann hat er sich so im Schnee einen Schrank gebaut, wo sein Bier drin stand. Das sah ganz lustig aus. So. Fettchen. Ich war gestern noch in Österreich mit 2 bis 3 Metern Schnee. Heftig, ey. 2 bis 3 Meter Schnee. Heute Morgen hatten wir hier in Hamburg, wenn es hochkommt, 1 Zentimeter Schnee. Und hier ist das Chaos ausgebrochen. Also wenn in Hamburg Schnee liegt und es ist einigermaßen glatt, ne, die Leute fahren Auto, als wenn wir 40 Meter Schnee hätten. Okay, es war wirklich ein bisschen glatt, ne? Also... Das kann man ja noch nicht abstreiten, aber ey. Ja, die Leute in Hamburg, die sind das nicht gewohnt.
Die drehen sofort durch. Alle fahren nur noch mit 30 durch die 50er-Zone und völlig übertrieben. Ja, die ganzen Busse hatten Minimum 45 Minuten Verspätung. Ja, aber ihr habt 3 bis 4 Meter Schnee. Wir haben nicht mal 3 bis 4 Zentimeter Schnee. Das ist der Unterschied. Das ist echt nicht normal. So. Out of the damn way. Out of the damn way. Hamburg, du bist ja so weit im Norden. Ja, nun, was soll ich machen? Ich bin halt richtig, richtiger Hamburger Jung. Du. Was soll ich machen, Alter? Hamburg, meine Perle. Ja, ein paar Kollegen konnten nicht mehr zur Arbeit kommen. Ja, das bei 3 bis 4 Meter Schnee. Kann man das irgendwo auch nachvollziehen? Ich glaube, da kannst du ja teilweise nicht mal mehr die Straße erkennen, oder? HSV oder St. Pauli? Was ist das für eine Frage? Natürlich HSV. St. Pauli. St. Pauli. Penny für den Blinden. Ich habe keinen Penny. Tut mir leid. Natürlich HSV. Es gibt nur einen einzigen Verein in Hamburg. Und das ist der HSV. In den letzten 10 Jahren läuft es halt nicht ganz so gut. Aber was willst du machen, ne? Da steckst du nicht drin, ey. Aber wenn du einmal Fan bist, dann ist das so, ne? Was heißt Fan? Also, ich bin schon Fan, aber ich bin jetzt kein Dauerkartenbesitzer oder so, ne? Ich glaube, ich war das letzte Mal im Stadion vor 2-3 Jahren. Ja, in unserem Dorf konnte man auf keinen Gehsteig gehen. Ja, das ist natürlich ätzend, ne? Oh Mann. Und dann die ganzen alten Leute. Aber ich glaube, die Kinder haben bestimmt Spaß, ne? Ich glaube, da werden sogar die Erwachsenen noch mal zu Kindern. Arthur, ich weiß gar nicht, wann wir zuletzt mal so einen heftigen Winter hatten. Hier oben im Norden, ne? Also ich kann mich noch immer noch dran erinnern, wo ich so 5, 6, also von 5 bis 10, wir hatten jeden Winter hatten wir Schnee. Auch richtig guten Schnee, ne? Man konnte immer einen dicken, fetten Schneemann bauen. Man konnte immer Schlitten fahren gehen. Aber jetzt, ey, hier oben, ist echt tote Hose mit Schnee. Und wenn es dann mal schneit, dann echt nur so ein bisschen. Das bleibt dann irgendwie, vielleicht wenn du Glück hast, mal 1-2 Tage liegen und dann ist gleich wieder Matsch angesagt. Ja, mich hätte schon gereizt, einfach in den Schneehügel zu hüpfen. Hast du eine PS4 Pro? Nein, habe ich leider nicht. Hätte ich gerne. Allerdings habe ich jetzt gerade gelesen, dass die PS4 Pro gar nicht in 4K, also keine 4K-Leistung abgeben kann. Das kann nur die Xbox One, habe ich gehört. Also du hast dann dein HD Ready, das kann die PS4 Pro schaffen, aber in 4K kannst du nicht spielen mit der PS4 Pro. Das kann nur die Xbox One. Von daher, ey, was soll das? Weißt du, ich schätze mal allerspätestens. Also ich hänge mich mal aus dem Fenster. Allerspätestens. 2020 im November kommt die PlayStation 5.
ride this thing out onto the bridge. There's a spot about a third of the way across where we can get down underneath to plant the charges. I've already set up the detonator. Sure, let's get this over. Was ist das jetzt hier? Zack. Cornwall? Yeah. Zack. This is what I'm talking about. Zack. More enemies. Zack. More chaos. Zack. I mean, Zack. We're about to blow up the bridge, for Christ's sake. Zack. Jetzt muss ich hier auch noch voll im Rhythmus drücken. Okay, reicht, hier ist gut. So, Kiste nehmen. Absenken. Okay. Das heißt, linke Hand, rechte Hand. Linke Hand, rechte Hand. Linke Hand, rechte Hand. Habt ihr eine PS4 Pro? Bin schon dabei. Immer mit der Ruhe. Okay, let's go. So, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Got it. Und du? Ah, okay. Grab yourself a bundle from the box. Bridge is wired to the detonator. We need to attach each of those bundles to the fuses. There's one on each of the main support beams. Okay. So, wo muss ich hin? Hier? Anbringen. Das rumst, glaube ich, richtig. Da ist die Brücke auf jeden Fall weg. So. Nächsten Bündel aufnehmen. Kann ich immer nur ein Bündel aufnehmen, das ist ja richtig nervig. Und wie komisch er läuft. So. Okay. I should go get the handcart ready. You okay to finish off down here? Sure. Go on, I can handle the rest. I'll see you up there. This better work. So. Einmal noch. Das geht ganz schön weit runter hier, ne? How you doing down there? I sure hope this is not blowing. These are mining charges. They ain't easy to come by. If they don't do the job, nothing will. Be quiet, hey yo, was geht? Alles klar? Hey yo, was geht selber? Schön, dass du eingeschaltet hast. Alles gut bei dir? Was? Komm mal schon. Ach du Scheiße. So, komm. Ja, ja, ich bin noch schon da. So. So, eben kurz hier im Rhythmus X drücken. Ja, ich bin schon dabei. Das war knapp. Die Xbox One kann erst recht kein 4K, sondern die One X. Und die Pro hat 4K, aber kein richtiges. Aber die Pro kann auch bessere FPS und Texturen. Nicht viel Freitag Zockerabend. Ja, Mann, ist so. Okay, ich dachte, ich hätte eigentlich gelesen. Kann auch sein, dass ich mich verlesen habe, aber ich dachte eigentlich, dass die Xbox One die einzige Konsole ist, die wirklich 4K wiedergeben kann.
Und die anderen halt alle nur dieses HDR, ne? Aber vielleicht täusche ich mich auch. So. Dann wollen wir das Ganze mal in die Luft sprengen. So, zünden, Digga. Batz! Old Dutch got all the smoke he wants. Let's hope so. You really think that that'll draw attention away from us? I guess we'll see. Rumsty bumsty, rumsty bumsty. Like I said, John. Sondern die One X, die One X. Loyalty to everything. Von dieser One X habe ich nicht mal was gehört, ey. Bruder, was ist da los? One X. Und die Pro hat 4K, aber kein richtiges. Ja, das sage ich ja. Das ist ja dieses HDR. Go. Don't look back. I'll think about it. I've done a lot of thinking. Look at us. Out here risking our necks and for what exactly? For a silly idea. Be quiet, was zockst du denn so? It don't even exist. Hey, me. Bestimmt Fortnite, oder? I know just what I mean. Digga. Fortnite. Was geht hier eigentlich auf mein Handy? I need a vacation. And Dutch. All the money for safekeeping. Oh, ich glaube, ich muss gleich mal den Jürgen würgen gehen. Abigail, I think she might know where some of that money is. Der kleine Hans muss gleich mal raus. Sure. And then come talk to me. Then we'll find out just who and what we should be loyal to. I don't know, Arthur. Nor do I. But I am starting to see things clearly now. And I ain't being taken for a fool no more. Well, get out of here. Mit seinem Husten, das sieht echt nicht gut aus, ne? Also ich glaube, da müssen wir uns echt mal Medikamente reinziehen oder so. Der keucht ja wie der letzte Büffel, ey. Es ist ja nicht die Xbox One mit 4K, sondern die Xbox One X. Die normale Xbox One ist von der Leistung unter der normalen PS4. Ja, ich meine ja diese Xbox One X. Die meinte ich ja. Mann! Pro Gaming! Du alter Klugscheißer, du. Die meinte ich ja. So, steh auf jetzt hier. Jedenfalls gibt's halt nur eine Konsole, die das wirklich kann. Ja. Und wie gesagt, ich schätze mal, aller spätestens 2020 im November, schön vor der Weihnachtszeit, da kommt die PS5 raus. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Perfekter Zeitpunkt. Am besten noch mit The Last of Us 2. Oh, wenn ich nur an das Spiel denke, ne, geht mir richtig einer ab. Ich werde das Spiel so hart suchten. Uff. Die One X kostet auch 500 und die Pro 400. Ja, die Pro kann halt nur HDR abspielen. Da ist ja kein 4K. Und die gesucht? Warum? Oh, Bruder. Digga, was ist da los? So, da muss ich mal hier eben ganz kurz auf Pause machen. Und dann gehe ich mal ganz kurz die Anaconda rauslassen. Die meldet sich schon die ganze Zeit. Und dann sehen wir uns gleich wieder, Jungs und Mädels.
So. Da ist er wieder. So, warte mal, jetzt muss ich eben meinen Hocker nochmal ordentlich hinstellen. So. Ach du Scheiße, das dauert. Digga. Quatsch. Das dauert doch nicht. So groß ist er jetzt nun auch wieder nicht. Ja, aber die besseren Texturen der Pro und FPS bringen ja auch was. Ich habe selber keine, aber ich habe eine Slim. Also, guck mal, ich würde mir jetzt nicht einfach nur eine Pro kaufen, nur weil sie halt nur jetzt, was weiß ich, ein paar mehr FPS hat oder was weiß der Geier. Meine PS4, ich habe noch die ganz alte, halt in weiß, ne? Wenn sie kaputt geht, würde ich mir wahrscheinlich auch eine Pro kaufen. Aber jetzt, warum soll ich mir jetzt eine neue PlayStation kaufen? Vor der PS5, die kommt in 2 Jahren raus oder in 3 Jahren, spätestens. Macht für mich keinen Sinn. Außerdem fehlt mir dann noch der 4K-Fernseher oder ein 4K-Monitor. Das kommt ja auch nochmal dazu. Also, wenn jetzt 400 Euro ist die Pro, dann musst du locker nochmal 600, 700 Euro für einen 4K-Fernseher raushauen. Ey, das bist du auch schon wieder beim Tausender. Weißt du, das ist ein Haufen Holz. Wenn mir einer die PS4 Pro schenken will, würde ich sie auch nehmen, ne? Aber so. Boah. Nee. Da kann ich jetzt auch noch warten. Und ich meine, die ganz normale PS4 erfüllt ihren Zweck und fertig aus. Charles Smith! So, Pferdchen, komm her hier. Digga, dein Ernst? Dein Ernst? Alter. Knack, Alter. Wichser. Entschuldigung. $0.82. Ich würde mit der PS5 erstmal warten, weil der erste Lauf ist meistens immer ein Problem. Ich muss gestehen, mit meiner PS4 hatte ich damals echt Glück. Also ich habe sie, glaube ich, am Release-Tag oder einen Tag später habe ich sie gekriegt. Und die lief und lief, bis mein Kater ein Glas umgeworfen hat. Ein Glas Cola, und dann ist die ganze Cola da reingelaufen. Also ich glaube, sonst hätte ich die heute noch. Also ich habe nie Probleme gehabt mit der PS4. Mit der ersten Generation, ne? War alles wunderbar. So, erstmal ganz kurz, wo ist denn mein Hut überhaupt? Oh, ich kann nicht, da kann ich auch zu Fuß gehen. Nein, no trouble. Hallo Charles. Thank you for coming.
course. The chief, he's very... Maybe you could speak to him? Yes, that's why I came. He's in his tent. Sure. I'll wait for you here. Im Zelt. Fallender Regen. Na gut. Da wollen wir reingehen. Zu Kumpel Regenschauer. Hallo. Komm in. Ich habe vorhin mit Flo geredet zum ersten Mal. Morgan. Ach echt? Auf dem Discord oder was? Glad you could make it. How are you? My son. My son is foolish, but he's still my son. I know your son. A little. He's very brave. Very angry. He's me. How is your father? He's dead a long time. He lived a lot longer than was good for any of us. My son probably wishes the same to me. I doubt that. Nee, PS4 Party. Ah, okay. Habt ihr zusammen gezockt oder einfach nur so ein bisschen gequatscht? But I love my son. They'll hang him for treason. Treason. He is the chief's son of a proud nation. How could he commit treason? People who have lied to my people for 100 years or more, that's treason. Well, what should I do? I don't think there's much chance reasoning with Colonel Favor. No, and any chance we had, your friend, Mr. Vanderlyn. Nur gequatscht. Ah, okay. Between us and the army are worse than any point in the last 5 years. I'm sure he means well. But matters are more complex. Und was schnackt der alte Flo so? Sag mal, habt ihr eigentlich eine Benachrichtigung bekommen, dass mein Stream läuft? Oder seid ihr per Zufall hier? I'm doing this. Charles! Where are you? Come on, let's go. I need to get his son back, of course. I just ain't sure how. I've been working on that. I think there's a way. Follow me. Let's go. Come on, let's stay together. Good job. Ach, das ist das falsche Pferd. Warte mal eben. Muss ja hier den Gaul mitnehmen, hier, meinen alten Esel. Der alte Eschek. So. Ich habe eine bekommen. Ah, okay, ja. Gut, weil letztes Mal hat das irgendwie nicht so ganz so geklappt. Da sind überhaupt keine Benachrichtigungen rausgegangen. Keine Ahnung, was da mit YouTube los war. So, the fort. The army are patrolling all the main roads and bridges in and out, but if we can get the horses across the river, I found a route that should get us in fairly close. If we wait until late enough, there's a place we should be able to sneak in around the back. Okay, whatever you think. I trust you. No guns, just knives and arrows. If we start making a lot of noise, he'll be dead before we get close to him. Okay. I left two canoes downriver, in case we need another way out of there. Okay, good. Oh. You know, this wouldn't have happened if it wasn't for Dutch. Yeah, but we all went along with it. He saw Eagle Flies burn hot, and he fanned the flames. He never had any intention of helping those people. This point, I ain't sure if he's got any intention of even getting us out of here. He could be stringing everyone along. Ob Dutch echt der V-Mann ist? Ain't that crazy? Ist er echt so ein V-Mann? You feel that? There's rain on the wind. I know. Listen, Charles. If it goes bad in there, you get yourself out. You got more to lose. No. Come on. Don't start talking like that. I didn't tell you before, but I saw a doctor. It's pretty bad. It's gonna get worse. Oh, Arthur. Oh, hier geht's aber echt. We're riding to break an Indian chief's son out of a cavalry fort.
We could both die tonight. In a way, it is a gift to know. In a way, you are lucky. Sure don't feel like that. You still have time to make amends. The others, Hosea, Lenny, Sean, all them, they didn't. And what about the Calendar boys? Both killed trying to escape Blackwater? More vicious pair of bastards than ever was. And that's all they ever were and will be. Maybe. You're lucky. You got the chance. Ob wir gleich sterben werden? Achso, warte mal, hier nochmal kurz meinen Hut anziehen. Den auch nochmal raus. My guess is maybe that's why you're here now. I'm here now because Dutch asked me to. I need to keep playing along with his plan until I find out where all that money's hidden. Okay. Wie manche sagen, die PS5 kommt 2019. Du, das könnte auch sein. Also, es gehen ja viele Gerüchte rum, dass auch The Last of Us 2 rauskommt und also für mich wäre das das perfekte Startspiel, ne? Also wenn sie jetzt zum Beispiel die PS5 im November 2019 bringen würden, und die haben ja gesagt, The Last of Us 2 wird höchstwahrscheinlich auch 2019 kommen, sehe ich das gar nicht so unrealistisch, weil mit dem Spiel haben sie natürlich mit Sony und, sag mal schnell, Naughty Dog wollte ich gerade sagen. Na, doch, Naughty Dog, ne? Geiler Hund macht auch das Spiel. Ja, da haben sie natürlich das perfekte Spiel dafür, ne? Also, so unwahrscheinlich finde ich das gar nicht. Also sollte die PS5 dieses Jahr rauskommen, werde ich es mir auf jeden Fall direkt ballern. PS5, uff. Das wird schon gut sein, ey. Ja, deswegen. Und alle 6 bis 8 Jahre kann man eigentlich immer mal mit einer neuen Konsole rechnen bei PlayStation, ne? Aber ich bin gespannt auf jeden Fall. PS5, Alter. Ich weiß nicht, wie die erste rausgekommen ist. PSX, PlayStation. Let's keep quiet. We're trying to find a way in. Main thing is that they don't hear us. Wusstest du zum Beispiel, dass die PlayStation ein Abschlag von Nintendo ist? Irgendwas war da auf jeden Fall. Ich kann dir nicht genau sagen, was. Was Nintendo, oder irgendwie sind das Entwickler gewesen, die waren mit Nintendo damals nicht zufrieden und haben dann gesagt, die wollen eine eigene Konsole machen, oder irgendwie sowas war das. Auf jeden Fall ist das ist die PlayStation ein Abschlag von der Nintendo. Auch gut teuer bestimmt. Ja, ich schätze mal auch so 500-600 Euro wird die mit Sicherheit kosten. Also, wenn die PS4 Pro jetzt nochmal runterfällt um 100 Euro auf 300 Euro oder 299, dann könnt ihr, sage ich, safe kommt die PS5 dieses Jahr sogar noch. If you take one, I'll take the other. Nice and quiet. Okay. Na, warte mal. Bogen. Quick. Okay. Come on. Zack! Na, GTA 6, das glaube ich nicht. Dafür ist jetzt gerade erst Red Dead Redemption rausgekommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. GTA 6, nein, niemals. Als Launch-Titel niemals. Also wenn die PS5 rauskommt, dann als Launch-Titel mit The Last of Us 2. Glaub mir.
Knack! Ja, ob wir das schaffen, ey, den Typen da jetzt zu befreien. Aber ich will keine PS5 2019 haben. Warum nicht? Warum willst du dieses Jahr keine 2019 haben? Also, ich würde sie auf jeden Fall nehmen. Ich habe die PS4 erst seit 3 Monaten, wenn dann 2020 und 4 muss dann auch noch her. Tja. Okay, Arthur, come on. Das ist ja das, was ich sage, ey. Das wird ein teurer Spaß. Theoretisch müsste man sich so im Laufe des Jahres irgendwie einen 4K-Fernseher aneignen. Oh. Und dann einfach darauf spekulieren, dass vielleicht dieses Jahr noch. Try to put an arrow into the lantern above that stack of wood over there. Start a fire. You should have a clear shot from the walkway up there. Eine Laterne? Irgendeine? Ich versuch gerade. Okay. Charles, is that you? Look for the keys. You have to get me out of here. We're gonna get you out. I'll check the table, Arthur. You search the body. Du, ja, okay, warte. Plündern. Got him. Und öffnen. My father, he told you to come and kill guards? No, he didn't say that, he. Of course not. You okay? Hmm. Enjoy being tortured. Clears the mind. If you say so. Whoa, whoa. Draußen ist jetzt bestimmt die Hölle los, ey. Ja. Gerade ausgesprochen. Ach, scheiße.
stinking out of here, fellas. Was für eine Schießerei! Wohin? Zerstöre die Mauer? Ja, wie soll ich sie zerstören? Welche Kanone? Ach da. Das eine Frau oder ein Mann? Digga, ich glaube, das ist Bruder Tuck. Ja, es ist ein Bruder, Digga. Ah, ist das falsche Pferd, okay. Schnell hier lang. Alles klar, warte. Knack. Noch einer. Knack. Auf weg. Knack. Auf weg. Was ist das? So, nichts wie weg hier. Ab ins Kanu. Bin ja schon weg. Hä? Warum drückt? Ich fahr doch! Schnell! Fahr zu, Junge! Erneut einen wunderschönen Abend, ehrenwerter Bruder. Moin, Nuentio. Und alle anderen. Ja, Digga, irgendwie. Weiß ich auch nicht. Virus Prime, Optimus Prime ist noch am Start. Mandy ist, glaube ich, noch am Start. Ja, du bist jetzt am Start. Ah!
so geregelt. Nur Berserker fehlt. Digga, Berserker war ganz am Anfang auch am Start. Aber er sagte, er muss schnell los, weil... wegen irgendein Schild oder so. Keine Ahnung. Weiß ich, wo er ist. Ist wohl wieder saufen. Das kann natürlich auch sein. Aber er ist jung, Digga. Lass ihn mal. Wie immer halt. Wie das so ist bei Berserker. Wegen was für ein Schild. Digi, keine Ahnung. Echt. Musst du mal... Ich glaube, das wirst du nicht mehr sehen können. Ganz am Anfang hat er eingeschaltet und dann war er da irgendwie für 2-3 Minuten und hat gesagt, oh Bruder, ich muss wieder los, weil irgendein Schild. Weiß nicht, ob er jetzt in die Schlacht gezogen ist oder so, keine Ahnung. Ja. Colonel Favors won't be too happy with your rescue. Und du warst wo heute, Dimensio? In irgendeinem Wirtshaus? Wirtshaus, da gibt's aber schon auch immer ordentlich Met, oder? Bruder muss los, Schild. Ja, Mann, Digga, ich muss los. Da ist das Schild irgendwie, sagt er. Ich sag, ja. Okay, hau rein. Was soll ich sagen? Im Wirtshaus mit der Feuerwehr. Gratis Essen, ja. Gratis Essen ist immer gut. Bist du bei der Freiwilligen Feuerwehr oder was? Digga, Arthur hört sich überhaupt nicht gut an. Aber pfeifen kann er noch. So, Pferdchen. Ach was, Freiwillige Feuerwehr? Fetzt. That's cool, girl. Musst du da auch immer richtig so zu so einem Training und so ein Shit? So, haben wir auch geregelt. Wo muss ich jetzt hin? Ah, okay. Nach? Sadie Adler! Da ganz hin eiern. Echt jetzt? Und schützen. Da wäre jetzt zur gleichen Uhrzeit auch was gewesen, aber ich hab mir nur das Essen gemerkt. Jupp, immer am Mittwoch. Ach was. Und was müsst ihr da machen? Müsst ihr da auch richtig Sport machen und sowas? Ich habe mal ein Video gesehen von der Feuerwehr aus verschiedenen Ländern. Da gibt es ja richtig Wettkämpfe, ne? Irgendwie so Staffellauf nur mit Hindernissen und so ein Shit. Da musst du über Zäune klettern, Wände hochklettern, Schläuche aufziehen und all so ein Schwachsinn, ey. Da sind echt einige dabei, übertrieben die Maschinen. Übertrieben die Maschinen. Teilweise sind die Leute echt fix unterwegs. Oh, muss hier lang. Sport ist nicht so wirklich, nur manchmal 100 Meter Lauf, Schläuche verlegen. Ja, das sind Prüfungsvorbereitungen. Ah, okay. Was geht hier ab? Ja, Mann. Keine Ahnung, was mit Berserker los ist. Hast du seine Nummer? Das würde mich jetzt aber auch mal interessieren. Was, Digga, was für ein Schild? Vielleicht hat er das Hyrule-Schild gefunden. Ich bin immer Maschinist, weil ich keinen Bock habe, mit Gummistiefel zu hummeln. Muss kurz weg, bis gleich. Wohin? Okay, bis gleich.
Switch versus PS4, was magst du mehr? Also hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich definitiv gesagt, die PlayStation. Mittlerweile weiß ich das gar nicht mehr. Also, es sind richtig gute Spiele gekommen. Es sind echt richtig gute Spiele gekommen. Und es werden immer noch mehr gute Spiele kommen. Also, 50-50 würde ich jetzt einfach mal so groß und knapp sagen. Also, obwohl, vielleicht immer noch ein Tick mehr PlayStation, aber die Switch, sie ist ja richtig am Kommen und oder sie ist jetzt richtig da, finde ich. Richtig gute Spiele, macht auch mega Spaß, aber ja. Eigentlich dürfte man beide Konsolen gar nicht richtig vergleichen, weil es sind verschiedene Spiele. Ja, aber Nintendo ist auch geil. Macht auf jeden Fall Spaß. Oh! Für was bist du denn mehr zu haben? Für die PS4? Ich schätze mal, also ich würde mal ganz, ganz grob tippen, du würdest jetzt sagen, die PS4. Aus dem einfachen Grund ist, weil du sie erst seit 3 Monaten hast. Und du bestimmt jetzt gerade hart am Suchten bist. Yep. So, wie weit ist denn das noch? Das hasse ich ja, ne? Dieses ewige Laufen. Gleich 2 Stunden schon wieder am Stream. Ja, läuft. Gesucht, tot oder lebendig? Na klasse. Kann ich da nicht einfach hier lieber... Ich zocke ja momentan gerade Ocarina of Time. Das hatte ich ja noch nicht gezockt. Und ich hatte mir die 3DS vom Nordmann ausgeliehen. Macht auch mega. Mit Super Soccer und Street Fighter. Einige Frames wurden nicht übertragen. Dies hängt meist mit einer schwachen Internetverbindung zusammen. Wie ist die... wie ist denn der Zustand vom Stream? Bei Streamlabs sagt mir gerade, dass einige Frames oder Datenpakete verloren gehen. Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung. Wechseln Sie auf einen anderen Inge-Server. Wenn keine dieser Lösungen geholfen hat, senken Sie Ihre Bitrate. Okay. Aber kann man auch gucken, oder? Weiß jetzt gerade gar nicht.
Na gut. Mrs. Adler. You okay? Peachy. You sure? No, I ain't sure. You still working? Is anybody still working? The whole goddamn place full of people bickering, fighting, and lying. It makes me real sad. I know. I need someone to ride with me. Do what? Finish off them O'Driscolls. I hear the last of them is holed up at Hanging Dog Ranch. I don't have it in me no more. I saw Colm swing. I just don't care. I was a married woman. You know what they did to me and to my husband. Bei mir leckt der Stream oder hat geleckt. Jetzt immer noch? I've got to do this. Sadie helfen, Sadie nicht helfen. Nee. Tell you what. I wish I could. But I cannot do it. Irgendwann muss auch mal Schluss sein. If O'Driscoll's revenge is a fool's game. You say so. Well, thank you for your honesty. Listen, I'm real sorry. Don't worry about it. But I hate to ask, but when the time comes, I got a plan. And I'm gonna need your help with it if I'm gonna pull it off. Excuse me? There's money, lots of it, for you, me, and John. Okay. Well, tell me when you can. Good. I knew I could count on you. Leave them O'Driscolls. They ain't worth it. You're better than that. Sadly, that ain't true. That ain't true. So, nu? Ah, okay. Dutch. Dann gehen wir doch mal zu Dutchy Boy. Ist er der V-Mann? Ist er das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Ich weiß, was mit Berserker ist. Es ist mir gerade aufgefallen. Ach, echt? Was denn? Cleet and Joe know how to fight. It's lucky I bumped into him. What is going on, Dutch? What is happening to us? What's happening to you? You show him some respect. Excuse me? Mr. Vanderlyn! Mr. Morgan! Charles! They try to kill my people for oil! For oil! Today we ride once more. Ride with me, ride with us! Ride with us against the factory! I love your courage, son. It is a thing of great beauty. Stop! Everyone, stop! My son, my last son, don't. When I was your age, I fought. I saw death. I have killed. The men I knew were slain. My firstborn, your brother, had his head smashed by a drunken soldier. My wife had her throat slit. I made peace. I knew not to trust, yet I had no choice. Maybe you were right. Maybe the slow death is worse than the fast one. Maybe none of these men are good. Maybe a world in which they came to us is a world that we cannot endure. But endure we must.
Father, you are tired. Do not die for pride, my son. We have suffered too much in this trick. The earth, the water, they have no pride. They endure, and we must endure. My only boy, my precious boy, do not mistake my strength for weakness. As your chief, I implore you. Your words mean nothing to me, Father. Don't. Run with me! Now! Stop. Please. Stop. Please, Mr. Morgan. After you helped me after we spoke, this is just a trap. My son, my people will all die. You help this fellow, Arthur? Please. What of it? What else you been doing behind Dutch's back? What? The wars are over. We have lost. These young men will be annihilated. Please. I'll see what I can do. Charles? Who else will come with me? Oh, I'll ride, Arthur. Who knows what other secrets I'll learn about. Who else? I will. Er meinte ja, Schild, ich habe ihn vor einer Stunde auf der PS4 online gesehen, wo er Fortnite gespielt hat. Er hat Retter die Welt gespielt und da geht es um Schildverteidigung. Ah! Okay, alles klar. And me, me too. And me. I guess. All right, let's ride out. Was geht, Dimensio? Musstest du so kacken oder was war los? Du bist ja so schnell los, als wenn. What else have you been doing behind my back, Arthur? I was trying to stop this mess from getting any worse. Maybe that didn't work. Why the hell would they attack the oil fields? What do you mean? It's perfect. This was your idea? Partly. The army. The government. Musst du kurz weg wegen Eltern? Ah, okay. They've taken everything from these people. Wouldn't you want to fight back? You've handed them a death sentence. Just like John, if we hadn't got him out of that prison. Hey, show some goddamn respect. You'll know when I ain't showing respect, Bill. I had a plan. I still have a plan. What plan? Also zum Kacken renne ich als Letzter. Warum das denn? Wenn man kacken muss, muss man kacken, Alter. That's enough. What's wrong with you all? What happened to loyalty? Yeah. What did? Thank you, Javier. Bill. Right now, it doesn't matter how we got here. These men need our help. I have a plan. This is the plan. So either stick with me or cut loose. Because I am tired of this constant descent. Long tired of it. Now come on. Der finale Kampf oder was? Weil ich eine gute Selbstbeherrschung habe und eine seelenruhige Person bin. Digga, wenn ich kacken muss, dann zuckt meine Puperze so hart zusammen. Ey, ich krieg richtig Schweißausbrüche. Ich muss sofort aufs Lokus. Sofort. Look up ahead. One of them. Are you all right, son? Eagle flies. He needs help. They all need help. Quick. Somebody help him. No. No. Go. Please hurry. Help me. Come on. Man kann quasi sagen, bei mir sind 90% aller Ausraster gespielt. Nee, Mann. Bei mir nicht. Also, wenn ich muss, dann muss ich. Da muss ich aber ganz schnell los. Oh, hey, es geht nicht explizit ums Müssen. Null. We gotta help these men. Can anyone see eagle flies? There. Going across the walkway. Got what you wanted, Dutch. You coming, Arthur?
I'm gonna try and save him. This fight is unwinnable. You go and distract them and let me get to him. Have it your way. The rest of you ride with me. Let's meet up at the factory. Let's ride! Yeah! Go with him. Try and help there. I'm better off alone. We're riding with you. Come on then. Yeah! Attacke! Knack! Warte mal. Zack. Oh, nein. Nein. Irgendwo muss ich doch noch hier. Hab ich keine Molotow-Cocktail mehr? Das ist aber richtig ärgerlich. Oh, wo? Oh. Ja, ja, ich bin schon. Ich bin tot? Ah. Ich gehe jetzt auch mal. Wir sehen uns Sonntag bei MK bei der Mario Kart. Ach was. Davon wusste ich ja noch gar nichts. Sonntag, hast du einen Streamplan? Ja. Hat Flo mir gesagt, okay. Also ich weiß da wirklich noch nichts von. Berserker hat mir geschrieben, warte. Ja, ich warte mal. Sprachnotiz. Oh, die würde ich jetzt gerne hören. Die würde ich jetzt gerne hören. Also, Pro Gaming, hau rein. Schönen Abend wünsche ich dir noch. Bis dann. Die Nachricht würde ich ja gerne hören, ey. Ich glaube, ich werde gleich mal eine rauchen gehen. Ja. Ich werde jetzt gleich mal eine rauchen gehen. Und dann. Ja. Schau ich mal, wie lange ich überhaupt noch mache. Ich habe irgendwie Hunger auch. Irgendwie habe ich Hunger. Also. Bis gleich, würde ich mal sagen. Dimensio. Vielleicht bist du ja gleich noch am Start. Am Stisselmissel. So.
Was geht ab? Bist du noch am Start, Dimensio, oder was? Berserker war saufen? Ach was. Hallo, geh Berserker, Digga, wo bist du? Beziehungsweise ist er offen. Er hat gesagt, dass er dir gesagt hat, dass er nur zur Tanke geht und Bier holt. Ah, da ist er ja. Digga, zu welcher Tanke bist du dann gegangen? Zu der, in Moskau? Jetzt zu Hause. Ah, okay, Digga. So, ich werde jetzt nochmal versuchen, die Mission nochmal neu zu starten. Wenn ich verkacke, verstehe ich nicht. Digga, die Menzi hat geschrieben, dass er kurz zur Tanke ist. Oder dass du kurz zur Tanke bist. Und ich habe dich gefragt, zu welcher Tanke bist du denn hingegangen? Weil es so lange gedauert hat. Zu der in Moskau? Verstanden? Weisheiten mit Monte Volume 1. Man muss nicht alles verstehen im Leben. Ja, Mann. Digga. Bruder. Das ist so. Wenn du verstehst. So. Vom Kontrollpunkt neu starten. Ich war doch heute nicht da. Digga, du warst doch vorhin da. Du warst doch vorhin da, die. Ganz am Anfang warst du dabei. Ach, da oben auf dem Turm, die habe ich gar nicht gesehen, die Schweine. Ach so, scheiße. Das war doch gestern. Digga, du bist ja derbe verplant. Viel zu falsch. Was für ein Bier trinkst du denn? Also mal abgesehen davon, dass Bier ja sowieso immer schlecht ist. Ne? Also Finger weg von Alkohol, sage ich ja immer. Da hat er sich gegönnt. Digga, da hat er sich aber richtig gegönnt. Headshot! Schalten Sie den Soldaten aus. Da habe ich da direkt mal nach Odin geschossen. Ich weiß nicht, was ich trinke, aber das, was ich trinke, ist nicht gut.
Ja, Digga, das ist natürlich belastend. Man sollte schon wissen, was man trinkt. Digga, von wo wird denn hier überall geschossen? Was ist denn hier los? Mein Vater nimmt immer Tucherweizen. Digga, Tucherweizen kenne ich aber gar nicht. Tucherweizen kenne ich gar nicht. Also, wenn ich mal ein Bier trinke, yo, dann ein Desperados? Boah, ich muss hier erstmal in Deckung gehen. Ein Desperados, Heineken oder Holsten? Ja, tot. Tot! Da bekommt er schon Schaum vom Mund, ja. Oh, so ein Despo jetzt? Aber ich habe auch voll Hunger, ey. Boah, komm, ein verkackter Versuch noch. Und dann ist ja auch Feierabend für heute. Paulana. Alter, ich habe das Gefühl, ich schmeiß hier mit. So. Da kann ich jetzt nicht durch diesen Baum durchschießen oder was? Scheiße. Med, Digga, Med ist immer gut. Nein, 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 nicht sterben! Digga! Der kann mich doch gar nicht treffen, ist er dumm? So. Jetzt muss ich aber auch erstmal ganz kurz.
So. Auch erledigt. Med, aber ich liebe sie, Bruder. Wie ich jetzt. Ich liebe sie auch, mein Schild, Bruder. Ich sollte einfach streamen. Drunken Stream, wenn Roy fertig ist. Yeah. Digga. Ich bin auf. Ich guck auf jeden Fall. Was ist passiert? Ist Bruder Tuck gestorben oder was? Digga. Oh, echt jetzt? Oh, ich muss hier erstmal irgendwie entdecken. Irgendwie muss ich mir hier mal... Ach ja, Roy, welchen Girl, würde ich sagen. Und Roy, ich fände es voll süß. Ich fand es voll süß, als du unseren Deal wegen Tom geplatzt hast. Aber das verletzt ja meine Ehre, Kapi. Ja, klaro. Ah, Dimension, weißt du? Das Ding ist... Du machst deine, oder du hast ja auch viel wegen Tom gemacht oder für Tom gemacht. Und der Scheiß ist halt, ich will mir halt nicht nachsagen lassen, dass ich irgendwie, oder ich habe dir halt ein bisschen Geld geboten dafür, weil es ja auch viel Arbeit. Schneiden ist immer mit viel Arbeit verbunden. Ich will mir nicht nachsagen lassen, dass ich irgendwie, dass du am Ende nur noch Videos für mich machst, weil ich dir Geld gebe und du dann nichts mehr für Tom machst, weißt du? Ja, genau. Und das ist halt so. Ja, danke dafür, Roy. Kappa oder was? Digga. Ich hoffe, das verstehst du, weil, weißt du? Let's go finish things. Finish what? Und am Ende hätte es auch nur irgendwie vielleicht noch Beef gegeben oder so. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Weißt du, das ist ein Hobby, ich mache das halt gerne, Digga, weil ich Spaß daran habe, ne? So. Wie gesagt, also. Wenn du mal nichts zu tun hast, Digga, dann immer gerne. Ich finde deine Videos echt ganz geil. Vor allen Dingen, du könntest dich an meinen Videos, wenn du wirklich Zeit hast, ja, auch mal ein bisschen ausprobieren, dich vielleicht ein bisschen weiterzuentwickeln, mal irgendwie nicht immer den gleichen Stil zu machen, weißt du? Wenn du darauf Bock hast, kannst du es immer wieder gerne machen. Aber jetzt so... Das war halt eine blöde Idee von mir, hätte ich nicht machen dürfen. So. Auch wenn Tom jetzt sagt, Digga, ist gar kein Problem, so. War halt blöd von mir. Den Monte-Style. Dann mache ich vielleicht eine RDR-Serie. Digga, wenn du Bock hast, Digga, zieh durch. Probier dich ein bisschen aus, vielleicht, vielleicht kannst du dich dadurch nochmal ein bisschen weiterentwickeln.
before. Check that cupboard by the door. Ja. Den Monte-Style. Was meinst du damit, Berserker? This is it. It's safe bonds. How much? It's a few $1,000 worth, maybe more. Oh, we are nearly there. Arthur, we're nearly there. Mr. Morgan, let's go home. Let's get out of here, Arthur. Ich wollte auch immer Clips einblenden, aber ich weiß nicht ganz. Ich bräuchte davon mehr und Memes Englisch und so passt ja auch nicht. Kapiert ja auch keiner außer vielleicht Berserker. Uff, Alter, ich schneide für Tom, für Reudern. Zinnix hat auch schon angefragt und jetzt kommen sie. Das schmeichelt mir ungemein. Digga, wie gesagt, Dimensio, wenn du Bock drauf hast, zieh durch. Ich würde mich natürlich darüber freuen. Aber das sind echt schon viele Leute, ja? Digga, das sind echt schon viele Leute. Oh, was? Er verpisst sich. Was? Dutch verpisst sich! Er lässt mich im Stich. Knall ihn ab. Well, we got some money. And with the train job? Well, we got a whole lot of money. Come on. Everything is coming together. Exactly as I planned. I've got to take the boy to his father. As you wish. Usually is nowadays. Sure. Ey, ich will ihn umbringen. We gotta get back to camp and prepare. Also spätestens in 2 Jahren will ich auch YouTube machen und ich finde es mega, dass ich da für Leute schneiden kann. Ich habe es Tom im Stream auch schon gezeigt. James Lee ist aktuell mein Vorbild, was Videos angeht. Okay. Werde ich mir mal notieren. Kann man den bei YouTube angucken oder bei Google finden? Let's ride! I'll be back when I can. I'll stay with you. And me. Of course. And so will I. No, get out of here. Please. This ain't gonna be nothing nice. Be safe, Arthur. All right, come on. Let's get him to Wapiti as fast as we can. Könnt ihr euch da mal anschauen. Hold on, my friend. Our men. We must go back for the bodies. We will. Save your strength. Ist ein Engländer, hat ca. 150k und fängt wieder neu an. Okay. Digga. 150k.
guess my thinking is he used you. He wasn't trying to help anyone but himself and his own crazy principles. We're grown men. Nobody made us do anything. Maybe I'm talking for my people as much as for yours. Junge, ich kann nicht mal schreiben. Ich bin einfach viel zu voll. Berserker, was willst du denn überhaupt streamen gleich? God of War oder was? Better to die fighting than sick and weak. Maybe, but you, your people deserve better. You okay, Charles? Not really. All this death, and for what? Just so we can have enough money to be able to run away from what we've done? Bei Hehl, ich sollte nicht mehr so viel. Ja, God of War. Digga. Bei Hehl, ja, geil. Digga, du kannst noch ziemlich gut schreiben. Du solltest noch ein bisschen mehr Mehl zu dir nehmen. Digga, was mit meinem Deutsch los? Ich bin eindeutig viel zu oft auf der Arbeit. Sämtliche Sprache muss ich da sprechen. Gesagt, getan. Ist so, Digga, gönn dir. Boy, weniger Türen öffnen. Türen? Ich mach mir noch ein Bier auf. Wie weniger Türen öffnen? Truhen meinst du? Oder was? Habe ich mal irgendwo Türen statt Truhen gesagt? Als Hausmeister. Oh, Digga. Dimensio, du weißt nicht, was ich mir hier tagtäglich antun muss. Was macht man? Oh, falsch abgebogen. Was macht man? Oder bist du als Hausmeister? Oder du als Hausmeister so? Ja, eigentlich wollte ich da nicht drüber reden, aber ich bin Hausmeister in der Flüchtlingsunterkunft. Das ist jetzt schon mein... Ich gehe jetzt ins sechste Jahr. Und da eignet man sich so einige Sprachen manchmal. Also jetzt ist es nicht so, dass ich fließend Persisch oder Farsi oder Afghanisch spreche. Oder Arabisch. Aber man hört halt tagtäglich tausende von Sprachen und deswegen manchmal kommt man total durcheinander. Dann mischt man Deutsch, Englisch und ein paar afghanische Wörter noch dazu, manchmal Arabisch und dann kommt man schnell durcheinander, sagen wir mal so. Der Grund, dass ich so gut schreiben kann, noch ist, dass ich jetzt Autokorrektur angemacht habe. Aber die setzt manchmal AIDS aus. Ja, Digga. Das kann schon mal vorkommen. Sollte, falls der Zeitpunkt mal kommt, das auch ins Video, wenn du darüber eigentlich nicht reden wolltest. Nee, Digga. Nee. Möchte ich nicht. Das Ding ist, dass es denn vielleicht irgendwann mal dazu kommen könnte, dass, Digga, keine Ahnung, Leute, die Flüchtlinge toll finden oder die Flüchtlinge nicht so toll finden, ich habe keinen Bock darauf, dass sie sich denn bei mir in den Kommentarbereich darüber auslassen und bla. Aber das sind so Sachen, Politik und Religion, da kann man sich tot drüber diskutieren. Dadurch sind Kriege schon angefangen, Digga. Habe ich echt keinen Nerv drauf. Jeder kann so darüber seinen Teil denken, wie er möchte. Ich finde, jeder hat sein Recht darauf. Und aber das muss er nicht mit mir oder in unseren oder in meinem Kommentarbereich ausdiskutieren mit irgendjemandem. Weder mit mir noch mit, noch sonst wen. Oder? Sehe ich das verkehrt? We must pack and move.
Ja, wenn ich mir so manche Kanäle angucke, was da teilweise an Kommentaren abgeht. Der eine sagt, oh, du bist ein scheiß Nazi. Der andere sagt, oh, du bist ein Gutmensch und bla und dies. Oh, Digga, echt jetzt? Oh. Oh, was geht ab? Nein, Mann, wir müssen Dutch wenigstens noch umbringen. Nein, komm. Was ist denn ein Gutmensch? Digga, keine Ahnung. Ein guter Mensch. Berserker, Digga, du bist einfach. Oh mein Gott. Die redet voll mit deutschem Akzent. Auf Deutsch. Ach da, da sag ich doch. Sie haben uns gerettet, als wir wirklich Hilfe brauchten. Und jetzt können wir sie nicht retten. Ich lebe noch. Bandenanteil 6000. Mein Pferd ist hier. Jetzt müssen wir auf jeden Fall. Ich muss noch zu Dutch. Ich muss ihn umbringen. Ich muss Dutch umbringen jetzt. Das geht nicht. Ey, der Penner hat mich voll in den Stich gelassen. Er hätte mich eiskalt liegen gelassen. So. Was ist denn mit Dutch genau? Also, die Bande zweifelt. Sie haben ein sehr ehrenvolles Profilbild, guter Roy. Danke, Digga, danke. Du auch. Ist das eigentlich ein Weg-Visier, den du da auf dem T-Shirt hast? Um nochmal zurückzukommen. Ein Teil der Bande zweifelt so ein bisschen an Dutch seinen Führungsqualitäten. Und das ist halt immer wieder aufgefallen. Und ja, das hat sich eben alles nochmal genauer abgezeichnet, als er mich halt hat liegen lassen, ne? Als der Indianer mich dann doch gerettet hat. Aber dafür werde ich ihn jetzt auf jeden Fall abknallen. Geht gar nicht. Sie haben ein sehr ehrenvolles Profil, also das habe ich schon gelesen. Ja, Wegvisier, damit ich nicht verloren gehe. Lul. Yep. Damit du nicht verloren gehst, das hört sich an. Das ist ein Schutzsymbol, der dich selbst im tiefsten Sturm immer auf den rechten Weg bringen wird. Sagt man so. Hatte ich jetzt einfach mal das Bedürfnis so. Dass ich nicht verloren gehe. Ja, Bruder, Digga. Besser ist, das brauchst du auf jeden Fall in deinem momentanen Zustand. Get the horse out of here. Just calm down.
Jungs, echt korrekt von euch, dass ihr zuschaut. Tattoos mit 16 im Gesicht, geht das schon? Keine Ahnung, wenn du dir, ich glaube, wenn du dir eine Einverständniserklärung deiner Eltern holst. Digga, aber Gesicht muss nicht sein, echt jetzt. Wirklich jetzt, mit 16 im Gesicht, muss echt nicht sein. Was bist du über? Pearson left, old uncle, the traitors, both gone at dawn. They said young Tilly, they were running to save themselves. I think Mary Beth left as well. So it goes. They are goddamn cowards, Arthur. Cowards. Of all the time we spent to run off. Well, I guess they don't want to die, Dutch. Ain't nobody gonna. This is a tough time. And you ain't doing too well. But we, our community, we will survive. They will not. Ja, das war nicht im Gesicht. Aber ja, vielleicht höchstens im Nacken, das, wo man das dann, wenn man ein T-Shirt anhat, das so ganz bisschen höchstens zu sehen ist. Also, aber Gesicht, boah, Digga, muss echt nicht sein. Also, ich meine, vor allen Dingen nicht mit 16. Ich meine, wenn du volljährig bist und du meinst, du hast Bock drauf, mach es. Ne, also, ja, Bond ist ja auch im Gesicht tätowiert, wenn er Bock drauf hat. Digga, das ist Geschmackssache so, ne? Also, für mich wäre das nichts so. Aber wenn es ihm gefällt, Digga, auf jeden Fall. Oder wenn es dir gefällt. Jedem das seine, ey. We rob Uncle Sam and we leave. The poetry of it all. What do you think? It sounds wonderful. Hell, I ain't got much to lose, but you gotta do what's right and cut some loose. John, and ja, Kopf eben. Unter dem Ohr ist doch nicht Gesicht. Ja, fast Gesicht. Ich finde Gesicht jetzt auch nicht so prickeln, aber jeder wie er will, wenn es jetzt nicht so komplett auf die Nerven geht. Digga. Family. I'm afraid I have to insist. I mean, we gotta let him go, cause if the Pinkertons come through again, they will kill everyone. John? Insist? Yeah. Insist. Of course, pal. Whatever you think is best, I will see to it. Huh? Now, are we gonna rob a train? Sure. We will survive. We will flourish. We have work to do, my friends. Let's go. Come on. We are gonna borrow a little money. Bist du denn schon tätowiert, Dimension? Out of his hair once. And for all. Bist du überhaupt schon tätowiert? Irgendwo, von mir aus auch am Arsch. Wie kommst du denn aufs Gesicht? Also normalerweise Leute, die voll gehackt sind, der komplette Oberkörper, Brust, Arme. Ja. Digga, du hast noch nicht ein Tattoo, willst du gleich eins ins Gesicht ballern? Bruder, nein. Auf gar keinen Fall, Digga. Sagt er, und das war das. Ach so, Berserker. Ach so, Entschuldigung. Ach so, Berserker, was mit dir? Bist du schon tätowiert? Sorry. Wo denn?
Ach ja, stimmt, hast du mir ja mal geschickt, ne? Oh, Digga, ich werde echt alt, Alter. Ich werde echt alt. Ich krieg echt Alzheimer. Oh mein Gott. No problem, chill. Ja. Ihr müsst mal überlegen. Ich werde 31 dieses Jahr. 31. Ciao, Alter. Ciao. Oh, was? 31. Mein Gott. Am 29.06. Ich bin ein Sommerkind. Oh Gott, ich liebe den Sommer. Ich freue mich schon so sehr auf Sommer, ey. Group of us to be riding back into Saint Denis. Yeah. I heard the Pinkertons have pretty much taken over Van Horn. Moved a whole heap of men in there. Things are closing in fast. Ich habe am 28.06. Echt? Ach was. Ja, Mann, ich habe am 29.06. Ich bin um 5.40 Uhr geboren. Wir sind ja wahrscheinlich am 27.06. Ja, das wäre es noch. Ich glaube, bei mir war es um 11 Uhr oder so. Du bist 15, ne? Digga, ich bin einfach mal 15 Jahre älter als du. Unfassbar. Mount up, Arthur. You think this is gonna work? Who knows? I don't trust nothing no more. Wir haben gerade festgestellt, dass Dementio am 28.06. Geburtstag hat und ich am 29.06. Ja, Mann, ich bin einfach doppelt so alt. Als du geboren wurdest, Digga, da war meine Partyzeit überhaupt, ey. Erst Mädels, dies, das, jenes, Mann. Okay, well, let's get through this job and make a plan. Get the money and get the money. Wann haben Sie Geburtstag? 21.02. Einundzwanzigster. Okay. Werde ich mir auf jeden Fall notieren, Berserker. Nürnberg wohnst du, ne? Ich wünsche mir zum Geburtstag einen Streamer von Roy. Ja, ne, ein Stream oder ein Streamer? Digga, ich kann dir keinen Streamer schenken. Also, ich kann dir höchstens Nordmann anbieten. Ein Stream, natürlich. Auf was für ein Tag ist denn das? Ich glaube, am Dienstag, Digga, Ehre. Da kriegst du auf jeden Fall einen saftigen Stream, einen Geburtstagsstream. Vielleicht kriegst du auch einen Geburtstagsstream von mir und Nordmann. Schauen wir mal. Oh, Abigail must be real excited. All packed up like she is. I could just see her in a little grass skirt. Don't talk to me, you son of a bitch. Boys, boys. Ja, schau mal schnell im Kalender.
Nice and easy through town, fellas. Ah, Saint-Denis. It's good to be back. Happy memories, huh, John? Will you shut up, Macker? That's enough. Quiet. All of you. Warte mal, Gegenstände. Käse. Kekse, nicht Käse. Oh, meine Augen, was ist los? Es wird alles schlechter. Warum ist mit 15, 16 jeder so geil auf eine Freundin? Oder keine Ahnung, vielleicht weil alle 15- und 16-Jährigen so langsam ihren Pimmel entdecken. Keine Ahnung, vielleicht denken sie, die können jetzt endlich mal einen wegstecken. Vielleicht wollen sie sich einfach mal verlieben. Ich meine, wenn man sich verliebt, ist ja auch echt ein schönes Gefühl, so, ne? Die erste Liebe. Scheiße ist immer nur, wenn die Liebe nicht erwidert wird. Das ist dann halt uncool. Mit 15, 16 kriegt man sogar vielleicht den ersten heftigen Liebeskummer und so ein Shit. Oh mein Gott. Ja. Kann alles sein. Viele Weiber entdecken mit 15, 16 meinen Pimmel. Dicker. Ja, ich kann da nichts zu sagen. Ey, 15, 16, das ist nicht mein Alter. Nicht mehr. Naja, also ist ja langsam raus. Außerdem bin ich verheiratet. Hab zwei Kinder. Da läuft das alles anders. Ja, nee, die nutzen sich halt alle nur als Statussymbol. Ja, ich bin viel unterwegs in der Frauenwelt. Echt? Bist du am Stüssel oder was? Wie ist denn das, Berserker? Hast du eine Freundin? Oder Dementio, was mit dir? Hast du eine Freundin? Was muss ich machen? Na, ich komm ja schon. Digga, echt jetzt? Komm! Ich dachte, ich könnte noch irgendwie auf dem Zug landen. Nee. Nee, mich juckt das so gar nicht. Ich liebe mein Single-Leben. Ah, Digga, irgendwann kommt schon. Vielleicht hast du irgendwann ja mal Bock. Dann lernst du eine kennen, dann passt das schon. Ist ja auch. Musst du auch nicht. Ich finde, mit 15, 16 muss man auch noch keine Freundin haben. Ja, ich hab keine Freundin, nur jeden Tag will irgendeine andere aus meiner Berufsschule was von mir und dann lade ich die immer nach Hause ein. Echt? Ist das True Story? Ist das jetzt Real Life Story? Erzähl mal weiter, Digga, das interessiert mich. Und dann, was geht zu Hause ab? Dann trinkt ihr Bier oder was? Und dann sehen sie meine Axtsammlung und haben kurz Angst. Okay? Und dann? Warte mal, du bist doch Klempner, oder? Gibt's dann so viele Frauen gibt's so viele Frauen in der Branche? Nicht, dass du da irgendwelche Ingos und so zu dir nach Hause einlädst. Das wäre natürlich nicht sehr ehrenvoll. Also, ich meine, jeder, wie es halt gerne hat, ne? Aber nee, ich kühle die halt einmal ordentlich durch und schick sie wieder heim, wie es sich für einen Gentleman gehört. Ach was. Ja, Digga, läuft bei dir. Läuft. Weil wenn die Mädels das auch nur wollen, dann ist es ja in Ordnung, ne? Also, aber so Mädchen verarschen, Digga, muss auch nicht sein. Nee, Landschaftsgärtner und die Schule hat einen Landschaftsgärtner. Ach so. Das ist natürlich wieder von Vorteil, ne? Also, oh ja. Das waren noch Zeiten.
Oh, heftig. Heftig. Tja. Oh, Leute, ich glaube, ich hau jetzt ab. Ich bin jetzt schon wieder 3 Stunden fast am Start. Ich glaube, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich habe ein paar, aber die Axtköpfe musste ich abmachen. Wird Zeit für neue Stiele. 3 Stunden. Ach was, du musst mir mal deine Axtsammlung schicken, Berserker. Zeig mal her, was du da hast, Digga. Ich habe nur eine Axt im Auto, glaube ich. Aber die benutze ich hauptsächlich für... Ich gehe ab und zu mal so... was heißt ab und zu? Eigentlich, wenn es hochkommt, nur 1-2 Mal im Jahr. Gehe ich mit ein paar Jungs Kajak fahren und dann machen wir so ein bisschen Outdoor. Bauen uns ein kleines Lager, Hängematte aufhängen. Kleines Lagerfeuerchen. Sowas. Nee, sonst habe ich nichts. Sonst gibt's nix. Was ich hab. Auto ist gut, ich gehe auch öfters im Wald schlafen. Ach echt? Gehst du richtig da draußen pennen? Ja, ich würde es vielleicht auch ein bisschen öfter machen, aber wie gesagt, mit Kindern ist das alles immer, ist alles nicht mehr so, wie es früher mal war. Kinder sind natürlich schön, ne? Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ja, du kannst meine Nummer ruhig haben, die Menzio. Kein Problem. Hauptsache, du gibst sie nicht weiter. An irgendwelche Leute, keine Ahnung. Ja, ich habe einen Ort, wo im Kreis Rune immer raus sind und in diesem Kreis schlafe ich immer. Digga, echt jetzt? Ah, du lebst diese nordische Mythologie richtig, ne? Kannst du oder liest du eigentlich auch viel über diese, über nordische Mythologie oder germanische Mythologie? Ist ja eigentlich fast das gleiche. Ich würde auch gerne mal ein bisschen mehr lesen darüber. Vielleicht kannst du mir mal ein paar Bücher empfehlen oder so. Oder Dokus oder irgendwie sowas. Gerne, immer raus damit. Kannst du mir alles gerne bei WhatsApp schicken, Digga. Ich ziehe mir sowas richtig gerne rein. Oft mache ich denn auf YouTube zum Schlafen gehen die Edda-Vorlesung mache ich mir an. Ein Hörbuch? Ja, wahrscheinlich die Edda, ne? Er ist Feuer und Flamme. Die Edda-Vorlesung ist nicht das, wo er am Anfang kommt. Wo kommt der Nebel her? Ja, Mann, genau. Wo kommt der Nebel her? Ja, Mann, genau die. Die höre ich auf zum Einpennen. Aber ich bin noch nie weit gekommen, also spätestens bei 10 Minuten penne ich dann immer ein schon. Ich weiß nicht, das ist irgendwie voll Balsam für meine Ohren. Wenn ich sowas höre, kann ich immer mega gut schlafen. Ich lese viel, ja, Bücher lese ich nicht. Ja, Mann, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, die Benzio. Gefällt euch der neue Pullover? Legion Valhalla. Ja.
Ja, ich wollte mir noch ein paar andere Sachen bestellen. Andere Hoodies und so, aber die sehen so ein bisschen zu radikal aus, finde ich. Ich habe auch keinen Bock, in die rechte Ecke gestellt zu werden, weißt du? Ich lese Wikipedia. Oh, Digga, lies echt alles, aber nicht Wikipedia. Da kann jeder Hans und Franz reinschreiben und irgendwas verändern und bla bla bla. Echt, Wikipedia ist die schlechteste Quelle. Die schlechteste Quelle, die du wählen kannst. Über alles aber auch. Über jedes Thema, jede Muschi kann da reinschreiben. Kannst vergessen. Würde ich nicht machen. Also wenn du dich wirklich über irgendein Thema informieren willst, alles bitte nicht Wikipedia. Ich weiß, ich vergleiche auch deswegen auch unter anderem. Ja. Ich finde, Wikipedia ist eigentlich nichts, wo du dich wirklich informieren kannst. Das ist so ein Meinungsforum irgendwie. Da schreibt jeder eigentlich nur seine Meinung rein. Vielleicht, wenn es hochkommt, 10% von irgendwelchen Inhalten stimmt. Wikipedia ist richtig Schrott. Ja, Mann. Jungs. Ich glaube, ich verabschiede mich jetzt. Berserker, streamst du noch oder was? Dann schalte ich gleich auch nochmal rein bei dir. Ich gehe jetzt gleich nach Oden. Nach Oden oder nach Odin. Nach oben wollte ich sagen. Der. Ja, moin. Muss auf jeden Fall los. Naja, Meinungsforum ist schon weit hergeholt. Da steht auch vieles richtig drin. Aber ja, man sollte nicht wirklich drauf beziehen. Ja. Ja, ich streame. Ja, es ist schon, Meinungsforum ist jetzt schon ein bisschen, ist schon übertrieben so. Aber wie gesagt, da wirklich jeder Hans und Franz reinschreiben kann, also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Schule ein Referat halten muss, über irgendein Thema, ich würde echt überall gucken, nur nicht bei Wikipedia. Würde ich nicht machen. Obwohl man, steht da nicht auch drin, wer das verfasst hat? Über irgendein Thema? Wenn da jetzt natürlich Professor Hans-Harald Schmidt, was weiß ich, da irgendwas reingeschrieben hat, dann kannst du natürlich Hans-Harald Schmidt googeln, gucken, was für ein Fritz das ist. Und dann kannst du dir vielleicht eine Meinung darüber bilden, so von wegen sagen, vielleicht hat er doch recht oder so, ne? Aber. Sonst würde ich das auch nicht jetzt unbedingt machen. Du konntest nicht mit dem Zug mithalten. Nee. So. Piep. Piep, piep, piep. Ich werde mir jetzt noch richtig schön Wraps gönnen. Ich hoffe, meine Frau hat noch was übrig gelassen. Ich bin nämlich sehr hungrig. Ansonsten muss ich, glaube ich, nochmal auf die Jagd gehen. Referat über nordische Mythologie. Einfach das zweistündige Hörbuch abspielen und fertig. Ja, obwohl es gibt ja auch verschiedene Eddas, ne? Es gibt einmal die, die aus Island, die ursprüngliche. Und noch irgendeine. Da musst du auch mal gucken. Also, Jungs. Korrekt, dass ihr auf jeden Fall dabei geblieben seid. Die anderen haben sich ja anscheinend alle verpisst. Vielleicht hören wir uns dann ja anscheinend zu Mario Kart am Sonntag. Morgen werde ich auf jeden Fall nicht streamen. Und wir hören uns gleich bei dir, Berserker, okay? Haut rein, Mädels. Bis dann.